So tue nun ich dasselbe nicht, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Das ist ein tröstlicher Vers für Menschen, die unter ihrer Sünde leiden, ja? Und meinen, nicht davon loszukommen. So tue nun ich die Sünde nicht, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Paulus stellt sich ganz in Christus auf den neuen Menschen und sagt, ja, ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, wohnt nichts Gutes. Ich weiß das. Ich weiß, da wohnt nichts Gutes. Das ist mein Fleisch und dieses Fleisch ist mit Christus juristisch abgestorben und tot und zählt nicht mehr. Ich weiß das. Das ist eine ganz nüchterne Überzeugung aus seiner Lebenserfahrung, ja. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, wohnt nichts Gutes. Wollen habe ich wohl. Ich wollte schon das Gesetz tun. Ich war nicht faul, sagt er. Ich habe mit allen Fasern des Herzens versucht, das Gesetz zu halten. Wollen habe ich wohl. Aber vollbringen das Gute finde ich nicht. Ja? Das heißt also, der Paulus wäre wohl der Erste, der aufgeschrien hätte unter so einer Verkündigung. Du musst halt mehr glauben. Du musst halt mehr tun. Musst halt mehr dies, musst halt mehr das. Der sagt, ich will ja, wollen habe ich wohl. Ja? Also er war da schon hingegeben drin, aber vollbringen das Gute finde ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Was ist das denn für eine zerrissene Situation, oder? Was ist das für eine zerrissene Seele? Da kämpft ja einer ums Überleben, oder es ist, als ob einer ertrinkt. Da kommt immer so hoch und schnappt Luft, dann geht er wieder unter. Das ist ja ein Hin und Her, ja? Und das ist dieser Kampf zwischen diesen beiden Naturen. Das ist am Jabok. Das ist der Kampf von dem Jakob mit dem Engel, ja? Wo er ihn dann irgendwann an der Hüfte anrührt. Und das ist die enge Pforte, wo man durchgeht. Und das beschreibt der Paulus hier, diesen inneren Kampf, dieses Ringen, wo er sagt, ich will ja, ja? Und ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern und so weiter, ja? Er sagt also, Vers 20, so ich aber das tue, was ich nicht will, so tue ich dasselbe nicht, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Da schreibt das zum zweiten Mal, Vers 17 und Vers 20, er schreibt das zweimal. Ja? So ich aber tue, was ich nicht will, so tue ich dasselbe nicht, sondern die Sünde, die in mir wohnt. So finde ich mir nun ein Gesetz, der ich will das Gute tun, das mir das Böse anhängt, das klebt an mir, wie Pech. Ich will das Gute tun, das Böse klebt mir an. Und wer zeigt mir das? Das Gesetz. Gottes Geist zeigt mir das. Gott selber zeigt ihm das. Im Wort, im Gesetz Gottes und in jedem Wort, was er liest. Und er empfindet jedes Wort Gottes, empfindet er gegen sich. Als ob jedes Wort in der Schrift gegen ihn zeugt. Ja? Und dann sagt er, so finde ich mir nun ein Gesetz, der ich will das Gute tun, das mir das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Der neue Mensch hat Lust an Gottes Gesetz und will das gerne tun. Ja? Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das da widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und nimmt mich gefangen in der Sündegesetz. Welches ist in meinen Gliedern? Ich, elender Mensch. Der fühlt sich elend. Der fühlt sich elend vor Gott. Und das ist keine psychische Sache, das ist ein geistlicher Kampf. Und das gehört zum Glauben unbedingt dazu. Das ist normal im Glauben, das ist nichts Unnormales. Ja, das ist etwas, was Paulus hier beschreibt. Und seht mal, er sagt, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Und dann schreibt er, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Er hat seinen Sohn geschickt. Für eben das ist er gestorben. Ja? Paulus ist hier also niemand, der in allen Sünden schwelgt und dafür um Vergebung sucht, sondern er ist eigentlich jemand, der gerecht leben will und merkt, er kann das nicht, ja? Und sich im Licht Gottes sieht und sagt, meine besten Taten sind Sünde vor Gott. Ja? Und sich darin findet und eigentlich sagt, ich bin ein verlorener Mensch, ich bin verloren, ich elender Mensch. Ich weiß, dass in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Ja? Wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Ich danke Gott durch Jesus Christus. Jetzt hört mal, was er schreibt als Konsequenz. Er schreibt nicht so, jetzt geht alles prima. Jetzt bin ich erleichtert, jetzt ist alles gut. Ja? Sondern er schreibt, Vers 25, so diene ich nun mit dem Gemüt dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Das heißt, die Spannung bleibt. Die wird nicht aufgehoben. Dieser Kampf und diese Spannung bleibt. Das heißt, der einzige Ausweg, den er hat und den wir auch haben, ist bekennen, Schuld bekennen, weitergehen.
Natürlich auch gegen die Sünde angehen und kämpfen. Natürlich nicht fallen lassen. Aber zutiefst und zuletzt Jesus das sagen, Jesus bekennen und sagen, das wird enden, wenn unseres Leibes Erlösung kommt, wenn wir entrückt werden. Und solange wir im Fleisch sind, kämpft Fleisch wie der Geist und Geist wie der Fleisch, dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Galaterbrief. Diese Auseinandersetzung, die ist in uns drin und die ist uns gegeben. Und wir bringen das alles dem Herrn und wir bekennen das alles. Ich bekenne Dinge, die mir leid tun und manchmal bekenne ich Dinge, die mir nicht mal leid tun. Und ich sage das einfach dem Herrn Jesus, ich habe mich geschämt für dich und es tut mir nicht mal, aber ich will, dass du das weißt. Ich will das ausgesprochen wissen vor Jesus. Ich lege ihm das einfach hin. Ich will nicht, dass ein Blatt Papier zwischen uns passt. Ja? Wir bekennen das einfach und dann fangen wir wohlgemut neu an und kämpfen weiter. Und wir wissen, dass in unserem Fleisch nichts Gutes wohnt. Diese Nüchternheit haben wir. Das hilft uns aber auch davor, dass wir abheben wie so ein Fesselballon. Im Fesselballon ist eh nur heiße Luft, oder? Ein Bruder in der Pfalz, der Bauer, der Landwirt, der hat mal gesagt, wenn die Brüder, wohl, wenn die so abheben und man da so reinsticht, da kommt nur warme Luft raus dann. Ne? Und diese Dinge halten uns ein bisschen auf dem Boden, die halten uns immer wieder an Golgatha, die halten uns an Jesus fest. Paulus hat das ja auch erlebt, der musste immer wieder zu seinem Herrn Jesus zurück, egal was der an Offenbarungen und Erkenntnisse hatte. Das hat ihm der Herr sogar gegeben. Paulus musste immer wieder zurück nach Golgatha und er hat nie Jesus vergessen. Er hat nie seinen Herrn Jesus vergessen, bei all dem Epheserbrief, ja. Wenn er schreibt von den Reichtümern, wo wir gesegnet sind mit allerlei geistlichem Segen, himmlischen Gütern, wenn er das aufzählt, das heißt, das geht immer in Christus, in dem Geliebten, in ihm. Der vergisst nie Jesus, bei jedem einzelnen Punkt. Der zählt nicht nur Segensschritte auf, der sagt, das hängt alles an Jesus. Und das ist deswegen, weil der Herr Jesus den immer wieder zu sich zurückgeführt hat nach Golgatha. Da war der Mann in so einer Balance, ja. Das war ja auch eine Gefahr für den, dass der da abhebt. Oder verzagt wird, ja. Da gibt es ja alles Mögliche, was der Teufel sich da so ausdenkt, ja. Wir lassen das bei Gott und wir bringen das unserem Herrn Jesus und gehen wir einfach unseren Weg. Stur in der Spur, hat mein ostfriesischer Pastor gesagt, ja. Der war auch so, ja. Stur in der Spur. Und aus dem Ganzen, was der Paulus hier aufschreibt, diese ganze Malaise, diese Misere, in der er sich findet, diesen Kampf, dieses, als ob das ein Ertrinken wäre, dieses Luftschnappen und doch wieder untergehen und dann merkt man, dass in einem selber nichts Gutes ist und dann diese Erlösung in Christus zu haben, Gott zu danken und zu sagen, jetzt weiß ich, warum du gestorben bist. Und ich habe es nicht nur von anderen gehört, ich habe es nicht nur gelesen, ich habe es gegessen, ich habe es gegessen, ich habe es geschmeckt. Ich weiß das, ja. Das ist der Unterschied von einem lebendigen Glauben zu einem theoretischen Glauben, ja. Und Paulus sagt dann, ich danke Gott durch Jesum Christum, unseren Herrn, so diene ich nun mit dem Gemüt dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Und dann sagt er in Römer 8, Vers 1, so ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christo Jesus sind. Nichts. Null. 0%. Wenn wir an Jesus hängen, lasst euch nicht einreden, da wäre noch irgendwas, was euch von Jesus trennt. Oder dass diese Dinge, dass die Einsicht in persönliche Schuld uns von Christus trennen würden, das treibt uns nur immer näher zu ihm. So ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christo Jesus sind. Das muss man festhalten. Das muss man festhalten. Ja? Und wenn wir im Glauben stehen und im Glauben auch Schritte tun und auch Glaubensschritte tun, dann wird der Feind uns schon anfechten. Und das ist der Verkläger der Brüder. Der zeigt euch, wer wir sind, ja, und zeigt euch euer Herz und der zeigt, was im Herzen noch alles möglich ist. Und der lenkt uns von allen möglichen Dingen ab. Und der versucht uns irgendwie zum Stolpern zu bringen oder zum Fallen zu bringen, ja. Und wenn es ist, dass man durch religiöse Anstrengung total übermüdet ist irgendwann und dann in irgendwelche Süchte fällt, ja. Ich habe jetzt letztens gehört von einem Pastor in Österreich, der ein bekannter Pastor ist dort und der irgendwann ein Alkoholproblem hatte. Nach vielen Jahren Dienst. Und ich habe da immer viel Verständnis für, ja. Also wenn ich kein Christ wäre, wäre ich auch am Saufen. Ich sage es mal ganz frontal, weil das hältst du doch im normalen Kopf nicht aus, ja. Ja? Und ich habe viel Verständnis für Leute, die anfangen zu trinken. Ganz, ganz viel Verständnis. Weil ich empfinde das als, das Trinken ist nicht das Problem. Das ist nur ein Symptom. Das ist ja ein Symptom für was ganz anderes, ja. Und ich
habe nur gehört von ihm, er ist aus Amerika, er musste dann eine Zeit in die USA und hat die Dinge dann noch irgendwie wieder glatt gezogen. Ich habe mich immer gewundert, warum der mir nicht antwortet, weil ich dann angemeldet hatte und habe jetzt gehört, halt, der hat einfach ein Alkoholproblem bekommen. Und ich glaube, der hat zu viel aus eigener Kraft gemacht. Der ist irgendwann vollkommen ausgebrannt. Und dann gehen die zu weit, statt sich einfach mal hinzusetzen. Ich habe ja gesagt, man darf schon mal faul sein. Der müsste eigentlich seiner Gemeinde mal sagen, ihr Brüder, vertretet mich mal. Ich mache mal ein Jahr Urlaub. Ich gehe nach Wyoming zum Fischen. Ich mache mal gar nichts. Ich gehe mal zu Fuß, während ihr mit dem Schiff weiterfahrt. Ja? Ich mache mal Pause. Ich erlaube mir das. Ich brauche das jetzt auch. Ja? Und deswegen ist gut, man macht immer nur so 70%. Der Rest kommt schon auf 100, ja, und drüber. Ja? Wir erlauben uns, faul zu sein. Ich schlafe lange. Warum? Weil ich viel arbeite. Ja? Ich erlaube mir viel zu schlafen. Die ganzen Stars, die schlafen viel. Ja? Warum? Weil die einen Turbostress haben. Ja? Die müssen lange schlafen. Und wenn ich wach bin, dann bete ich und dann geht die Arbeit auch schneller vorwärts. Ja? Kann man auch länger schlafen. Ich schäme mich nicht, ja? Faul zu sein. Ich bin aber auch einverstanden, wenn es um die Sache des Evangeliums geht, dass man mal über das hinausgeht, dann macht man vielleicht mal 200%. Zwei Einmachgläser voll, haben wir gesagt. Ja? Wisst ihr es noch? Ja? Vom David. Ja? Da habe ich gar kein Problem, wenn man wirklich eine Phase hat, wo man wirklich kämpft und durchbeißt. Und wegen mir auch bis zum Tinnitus. Ja? Da habe ich kein Problem. Aber danach gönnen wir uns auch wieder eine Phase, wo wir wieder runterkommen, wo wir auftanken. Und wir haben gar kein schlechtes Gewissen dabei. Und wenn Gott will, haben wir auch ein ausgewogenes Glaubensleben und nicht so volle Power und dann wieder, ja. Aber das gehört auch dazu. Ja, ich empfinde das auch als eine gewisse Lebensklugheit, dass man sowas auch lebt, ja. Und das jemand anderem auch gönnt. Und Paulus schließt diese ganze Misere und sagt, so ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind, die nicht nach dem Fleisch wandeln, die nicht versuchen, Gottes Gesetz mit der Seele und mit aller Anstrengung zu halten, sondern die nach dem Geist wandeln. Denn das Gesetz des Geistes hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, nicht das Gesetz des Buchstabens. Ja? Also das finde ich ganz wertvolle Verse, die der Paulus uns da so weitergibt. Und vielleicht hat auch jemand gemerkt, wo es ums Paradies ging. Ja? Wir gehen den Vers, stromern den mal so durch. Ja? Wisst ihr denn nicht, liebe Brüder, ich rede mit solchen, die das Gesetz kennen. Ja? Also gab es Leute in Rom, die das Gesetz wissen, also entweder die Juden gewesen sind und das Gesetz kannten oder vielleicht auch als Christen sich fürs Alte Testament interessiert haben und mal in der Tora das Gesetz gelesen haben. Ja? Und er sagt, eine Frau, ein Weib, das unter dem Mann ist, ist an ihn gebunden durch das Gesetz, solange der Mann lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie los vom Gesetz. Wenn sie nun eines anderen Mannes wird, nämlich dem auferstandenen Christus, ja, wenn das Weib Christi, wenn die Frau Christi, die Braut Christi, ja, wenn die eines anderen Mannes wird, solange der Mann lebt, so wird sie eine Ehebrecherin geheißen. Wenn aber der Mann stirbt, ist sie frei vom Gesetz, dass sie nicht eine Ehebrecherin ist, wenn sie eines anderen Mannes wird. Paulus legt das Gesetz aus. Ja, und sagt, wenn der Mann gestorben ist, darf die Frau wieder heiraten. Als Christus gestorben ist, sind wir mitgestorben und wir werden des, der von den Toten auferstanden ist und leben in einem neuen Priestertum, leben in einem neuen Gesetz, leben in einem neuen Bund, leben im Neuen Testament, nicht mehr im Alten. Das ist das, was er da beschreibt. Ja? Also seid auch ihr, meine Brüder, getötet dem Gesetz. Wir sind dem Gesetz getötet, wir sind dem Gesetz abgestorben durch den Leib Christi. Dass ihr eines anderen seid, nämlich des, der von den Toten auferweckt ist, auf das wir Gott Frucht bringen und nicht das Gesetz halten, sondern wir bringen Frucht. Ja, wir halten nicht sklavisch den Buchstaben ein, dass wir am Sabbat nicht arbeiten und dass wir keine gemischte Kleidung tragen. Ja, das war ja auch verboten. Also Baumwolle und Viskose, no go. Ja, das sind alles Dinge, die man im Gesetz findet. Und ich sage immer gerne, es gibt Menschen, die ihre Gerechtigkeit mit einem gemischten Garn weben, die sagen, wir halten das Gesetz und dass wir es im Gesetz nicht halten können, dafür ist ja die Gnade Jesu da. Das heißt, die nehmen ein bisschen Gesetz und ein bisschen Gnade, aber das ist verboten. Entweder musst du das ganze Gesetz halten, alles, alle Gebote, oder du musst deine Hoffnung ganz auf die Gnade setzen, Petrus. Aber das miteinander zu vermischen, ist verboten. Die häkeln sich also ihr Kleid der Gerechtigkeit mit einem gemischten Faden und finden das gut. Aber das Gesetz, was sie ja teilweise halten wollen, eben das verbietet das. Das ist nicht erlaubt. Ja?
Also entweder müssten wir das ganze Gesetz halten, dann müssten wir zum Judentum übertreten, die Hälfte von uns müsste sich beschneiden lassen, für die andere Hälfte gibt es auch ausreichend Gebote, ja? Und dann müssten wir das Gesetz des Mose halten. Oder wir setzen unsere Hoffnung ganz auf die Gnade. Und wir machen Zweites, weil das Erste ist vorbei. Das ist der alte Bund, der existiert nicht mehr, ja? Und deswegen sagt das Gesetz, und so verstehen wir auch das Gesetz, wir verstehen nicht, dass dahingehend, dass wir sagen, wir dürfen bei C und A kein Baumwoll-T-Shirt kaufen, wo Viskose reingemischt ist, ja? Und gucken jetzt sklavisch, ist das reine Wolle? Ist das nur Kaschmir? Ist das nur Kunstfaser, ja? Sondern wir wissen, dass das einen anderen Sinn hat, dass das etwas anderes meint. Und das ist das Leben im Geist, ja? Dass wir das vom Geist Gottes her verstehen und deuten. Auch die Gebote im Alten Testament, ja? Und Paulus sagt, wir gehören dem, der von den Toten auferweckt ist, damit wir Gott Frucht bringen. Warum bringen wir denn Gott Frucht? Weil wir ja doch wiedergeboren sind. Wir sind ja lebendig geworden. Ja, was sollte man anderes von einem wiedergeborenen Christen erwarten, als dass er Frucht bringt? Und Frucht umfasst, das Gesetz zu halten und noch viel mehr. Ja? Frucht umfasst, in Gottes Geist ein Bild auf Christus zu werden, in aller Schwachheit. Ja? Aber das ist der Weg, den wir gehen sollen. Jesus nachfolgen heißt es oft, beim CVJM haben wir früher auch gehört, ja. Aber es geht vielleicht noch einen kleinen Ticken weiter, das heißt in Gleichgestalt Christi zu sein und zu leben. Paulus hat das geschafft, wenn man das überhaupt mit Schaffe ausreichend beschreibt, ja. Paulus hat gesagt, ich sehe nun die Wundmale Christi an meinem Leib, ja. Das ist fast so, als ob er in Gleichgestalt Christi geworden ist, am Ende vom Galaterbrief, ja. Also, das ist die Aufgabe der Gemeinde Jesu, dass sie Christus darstellt im Fleisch. Ja? Denn da wir im Fleisch waren, sagt er, ich sag mal einfach, als wir noch im Judentum waren, als wir im Judentum das Gesetz halten wollten, da waren die sündlichen Lüste, welche durchs Gesetz sich erregten, kräftig in unseren Gliedern, dem Tod Frucht zu bringen. Wenn ich die Rabbiner im Internet sehe, ja, die begeben sich ja in die geistliche Welt hinein. Und die begeben sich ja, wenn die das Evangelium angreifen, in einen geistlichen Kampf. Aber die stehen nicht unter dem Schutz des Blutes Jesu. Als wir im Fleisch waren, waren die sündlichen Lüste, welche durchs Gesetz sich erregten, kräftig in unseren Gliedern, dem Tod Frucht zu bringen. Dann kommen die Frauen dann zu denen in die Seelsorge und kommen ganz erstaunt und verwirrt wieder raus. Das passiert. Und zwar nicht so selten. Bei den Christen auch, ja. Also ihr müsst immer vorsichtig sein, wem ihr euch öffnet, wem ihr euch offenbart. Ja, das müssen Leute sein, die das am nächsten Tag wieder vergessen haben. Die bringen wir alles Jesus und das ist alles weg. Das liegt alles hinter uns. Ja? Wir strecken uns aus nach dem, was vorne ist. Ja? Aber das kann passieren. Ja? Nun aber, sagt Paulus, und deswegen habe ich das hier alles unterstrichen. Ja? Nun aber sind wir vom Gesetz los. Wir sind vom Gesetz des Mose los, weil wir Christus gehören. Ja? Wir sind jetzt aber vom Gesetz los und sind dem Gesetz sogar abgestorben. Wir sind dem Gesetz getötet. Ja, warum wollen denn manche das Gesetz wiederhalten, wenn es doch im Römerbrief steht? Im Internet sind ja viele, ja, und diese Leute aus der Richtung, ja. Nun aber sind wir vom Gesetz los, wir sind dem Gesetz abgestorben, das uns gefangen hielt. Also, dass wir dienen sollen im neuen Wesen des Geistes, Christus darstellen, und nicht im alten Wesen des Buchstabens Gesetz halten. Ja, das ist richtig Neues Testament hier. Das hat sich ganz vom Judentum gelöst, ganz von den Geboten gelöst, ganz vom irdisch-menschlichen, buchstäblichen Verstehen des Gesetzes vollkommen gelöst und hängt an Christus und wird deswegen verfolgt. Weil der natürliche Mensch sagt, das hier ist alles Wischiwaschi, Irrlehre, humanistisch, griechisch, ausgedacht, Blödsinn, Gotteslästerung, Gesetzesübertretung, wieder den Tempel gesprochen, wieder unser Volk und wieder die Beschneidung, weg mit dem, dieser Mann ist eine Pest. Das war die Konsequenz daraus. Das war teuer, sowas zu schreiben. Und das ist eine herrliche Wahrheit im Neuen Testament. Und das war teuer. Und das wird wieder teuer. Ja, das wird nicht so billig bleiben, dass das Evangelium so frei ist und so herrlich und so weit weg, weil die Christenheit wird genauso irdisch gesinnt werden, wie das Judentum schon immer war. Und diese irdisch gesinnten Christen, die das Gesetz predigen und die eigene Anstrengung, und man muss aber doch auch, die wollen das nicht. Ja? Und das wird, war schon immer umkämpft. Ja? Aber Paulus sagt, wir sind vom Gesetz los, wir sind dem Gesetz abgestorben.
Aber der natürliche Mensch will auch was tun, weil ihm das Gefühl gibt, er kann damit sich selber beweisen und dem Nächsten beweisen, dass er ein rechter Kerl ist. Und auch Gott sogar beweisen, dass er ein rechter Kerl ist. Ja? Das ist die Hybris, die im alten Menschen halt einfach drin ist. Und er benutzt und missbraucht sogar Gottes Wort dazu. Aber Paulus macht das nicht. Ja? Paulus beschreibt, dass wir mit Christus dem Gesetz abgestorben sind und dass wir im neuen Wesen des Geistes wandeln sollen, nicht im alten Wesen des Buchstabens, dass wir Gott Frucht bringen sollen. Das ist seine Conclusio. Und jetzt führt er das auch aus, wie das bei ihm ausgesehen hat, wie er das erlebt hat. Ja, er nimmt uns da so ein bisschen mit in seine Vergangenheit und in sein Glaubensleben. Ja? Jetzt sagt er, okay, wenn das jetzt so alles ist, was wollen wir denn nun sagen? Das findet man ja oft, diesen Satz da im Römerbrief. Ja? Was heißt das denn jetzt, wenn man das so schreibt? Ja? Er sagt, ist das Gesetz denn Sünde? Weil es ist ja das Gesetz des Todes. Wir können das Gesetz nicht halten. Wir sind dem Gesetz ja in Christus abgestorben. War das Gesetz schlecht? War das Gesetz Sünde? Besser weg mit dem Gesetz? Oder wie geht man jetzt damit? Welche Haltung, welche Meinung haben wir zum Gesetz? Ja? Dann sagt er, das sei ferne. Das Gesetz ist nicht Sünde. Aber die Sünde erkannte ich nicht außer durchs Gesetz. Das Gesetz ist der Scheinwerfer, der auf die Sünde strahlt. Der Scheinwerfer ist nicht das Schlechte, ja, nicht der Gegenstand, worum es geht, sondern das, was angestrahlt ist, ist der Gegenstand, worum es geht. Und deswegen sagt er, nicht das Gesetz ist Sünde, nicht der Scheinwerfer, ja, sondern die Sünde selber. Aber die Sünde erkannte ich nicht außer durchs Gesetz. Denn ich wusste nichts von der Lust, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, lass dich nicht gelüsten. Gut, Paulus, stille Zeit, rollt seine Rollen auf, Gamaliel, Bibelschule, ja, morgens früh, er liest seine Gebote, ja, liest, lass dich nicht gelüsten, okay, er faltet seine Hände, betet, geht in den Tag. Kaum auf der Straße sieht er, der Nachbar hat einen neuen Schimmel und der andere hat sogar einen doppelspännigen Wagen gekauft, ja. Und der Dritte hat eine neue Bibel und der Vierte hat Geld vom Papa geschickt bekommen und zwar nicht zu knapp. Ja? Und dann merkt er, dass er sich gelüsten lässt und schwuppdiwupp ist er schon reingefallen. Und dann denkt er, ach du je, ich habe doch heute Morgen gelesen, lass dich nicht gelüsten. Das hat damit nichts zu tun. Oder doch? Und dann geht es immer weiter. Ja? Dann sieht er, dass sein Lehrer mehr Haare hat als er. Vielleicht hat Paulus eine Glatze, ich weiß es nicht, ja? Aber es gibt so viele Dinge. Oder die Dame hat ein schöneres Kleid wie ich. Oder jemand wiegt weniger wie ich. Ja? Es gibt allerlei Lust. Das Gesetz erregt allerlei Lust. Wenn der Paulus darüber nachdenkt, sagt er, naja, kann ja nicht sein, dass ich jetzt, weil der jetzt einen neuen Wagen hat und der hat halt zwei Pferde oder vier Pferde oder vier Zylinder oder sechs, ja, dass ich mich, das hat ja, oder gut, vielleicht schon, aber bin ich da besonders versuchlich da beim Auto oder beim Haus oder beim Gehalt? Oder gibt es noch andere Dinge, wo ich auch... Und dann erregt das Gesetz allerlei Lust, weil er überlegt, ja, wie kommt das denn, ja? Und dann nimmt er sich aber fest vor, am nächsten Tag, erstmal liest er ein anderes Gebot und auch am nächsten Tag strengt er sich dann mehr an und er wird wieder reinfallen. Ja? Und das Gesetz ringt ihn nieder. Warum denn? Weil er es ernst nimmt. Reicht da in eurem Glauben Tugend. Macht das nicht oberflächlich. Er nimmt das Gesetz ernst. Ja? Und das Gesetz sagt zu ihm, lass dich nicht gelüsten. Ja? Und jetzt kommt was ganz Erstaunliches. Und das ist die Paradiesestelle. Da nahm die Schlange Ursache am Gebot, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen, und erregte in Eva allerlei Lust. Der Baum ist gut anzuschauen, ist lustig und macht klug. Ja? Denn ohne das Gesetz war die Sünde tot. Ich aber lebte vorher ohne Gesetz. Als aber das Gebot Gottes kam, esst nicht vom Baum in der Mitte des Gartens, wurde die Sünde lebendig. Die Schlange kommt auf ihn zu. Ja? Und die Sünde nimmt Ursache am Gebot. Die Schlange sagt, sollte Gott gesagt haben. Ja? Die Schlange nimmt Ursache am Gebot Gottes und betrog die Eva und tötete die Eva durch dasselbe Gebot. Das ist der absolute Hammer, oder? Das ist ja sehr, sehr grundsätzlich, was Paulus hier beschreibt. Ja? Das ist ja fast wie im Paradies. Die Schlange macht ja nicht irgendwas. Die Schlange sagt, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Nee, sagt die Eva, nee, da hast du was falsch verstanden. Ich muss dir das erklären. Ja? Nee, die Eva hätte gar nichts erklären müssen. Ja? Aber in dem Moment hat sie ja eigentlich schon verloren. Die ist betrogen worden.
Und Paulus beschreibt das auch ganz ähnlich, ja? Die Sünde nimmt Ursache am Gebot, lass dich nicht gelüsten und erregte in mir allerlei Lust. Denn ohne das Gesetz war die Sünde tot. Vielleicht war das die Zeit, als er noch 5, 6 Jahre alt war, 8 Jahre, vielleicht noch nicht lesen konnte oder angefangen hat zu lesen, ja? Daher lebte er ohne Gebot. Aber irgendwann in der Toraschule, irgendwann hat er von seinem Rabbi die 10 Gebote vorgelegt bekommen. Und dann hat er die zum ersten Mal gelesen. Und ab dem Moment war er wissend. Er wusste, was er tun darf und was er nicht tun darf. Ja? Vielleicht noch ganz kindlich, aber er hat zum ersten Mal die 10 Gebote gelesen. Er hat das gehört. Und vielleicht nicht nur einmal, sondern öfters, ja? Das heißt also, ich lebte vor dem ohne Gesetz, aber da das Gebot kam, ja, es ist fast so, als ob er sein Leben so in die Nähe, er schreibt von der, vom, als ob er aus dem Paradies ausgestoßen worden ist, als ob er dasselbe erlebt wie Adam und Eva, als ob die Sünde ihn genauso gefangen genommen hat wie Adam und Eva, ja. Ich lebte vorher ohne Gesetz, aber als das Gebot kam, als er das Gebot kannte, weil er es gelesen hat oder vorgelesen bekommen hat oder auswendig lernen musste, ganz gewiss, ja, musste er das irgendwie lernen, da wurde die Sünde wieder lebendig, ich aber starb. Und es fand sich etwas ganz, ganz Komisches, dass das Gebot mir zum Tode gereichte, das mir doch zum Leben gegeben war. Das ist eine vollkommen andere Sichtweise vom Gesetz, als das Judentum das Gesetz das hat. Das Judentum macht das Gesetz uns lieb, das macht das Gesetz uns schön. Die schreiben von der Schönheit des Gesetzes, von der Schönheit der Tora, wenn ihr die Rabbiner hört, immer wieder. Die Schönheit des Wortes Gottes. Und ja, wir waren in Aachen in der Synagoge. Und dann sagt der Rabbi zu mir, nachdem wir die besichtigt haben, ich hatte die Bibel mit. Das sagt er, what do you have? Ich sage, Bible. Show me, show me. Ich mache die Bibel auf. Er guckt da rein. Oh. Sag ich, warum? Sag ich, ist Abraham, Isaac und Jakob. Ja, sagt er, aber die Buchstaben. Jetzt war das natürlich Deutsch, ja? Hebräische Buchstaben leuchten. Du kannst auch Hebräisch lernen. Aha, sag ich, okay, was kostet das denn? Na, am Schabbat spricht man nicht von Kommerz. Gottes Wort, ja? Die machen das Gesetz lieb. Die sagen, das Gesetz ist gut und das Gesetz ist schön. Das stimmt auch. Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Aber das Evangelium ist schöner. Das ist frohe Botschaft. Das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Aber ich bin unter die Sünde verkauft, ja? Kommt, glaube ich, später nochmal, ja? Aber Paulus sagt hier, ich starb und es fand sich, dass das Gebot mir zum Tode gereichte, das mir doch zum Leben gegeben war. Paulus erkennt, das Gesetz ist heilig, gerecht und gut, hat einen heiligen Anspruch an mich und ich kann es nicht halten. Die Sünde nimmt Ursache eben an diesem Gebot, was ich doch halten will, ja, was Gott mir gegeben hat und sagt, wenn du das tust, wirst du leben. Ja? Der Roger Libby hat mal gesagt, Jesus hat das ganze Gesetz gehalten und deswegen würde er ewig gelebt haben können. Ist das richtig ausgedrückt? Habe ich darüber nachgedacht. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ist. Wer das Gebot hält, soll leben. Wer das Gebot nicht hält, wird sterben. Er hat das Gebot gehalten und ist trotzdem gestorben. Das ist das Unglaubliche bei Jesus. Ja? Aber Paulus sagt, das Gebot, das war doch zum Leben gegeben. Wer das Gesetz hält, der soll leben. Aber er sagt, mir hat das Gebot zum Tode gereicht. Denn die Sünde nahm Ursache eben an diesem Gebot, benutzt das Gebot, betrog mich und tötete mich durch dasselbe Gebot, wie im Paradies, wie bei der Eva. Hier kommt es jetzt, ja, das Gesetz ist heilig, das Gebot ist heilig, recht und gut. Ist denn das da gut, ist mir zum Tod geworden? Ist die Bibel Sünde? Ist die Bibel schlecht? Ja? Nein, sagt er, das sei ferne, auf gar keinen Fall. Aber die Sünde, auf das sie erscheine, wie sie Sünde ist, hat sie mir, nicht das Gebot, sondern die Sünde, die hat mir durch das gute Gesetz den Tod gewirkt, auf das die Sünde, die Schlange, der Teufel, die Sünde würde überaus sündig durchs Gebot. Das wirkt das Gesetz. Ja? Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, heilig, gerecht, gut, geistlich, aber ich bin das nicht mehr.
Jemand hat mal gesagt, das ist so, als ob man eine Brechstange ansetzt und mit der Brechstange so ein Auto hochdrückt, wenn man Reifen wechseln will. Ja? Du setzt die Brechstange an und drückst die Brechstange und das Auto hebt sich vorne hoch. Aber der Drehpunkt, wo du die Brechstange ansetzt, das ist Quark. 500 Gramm Magerquark. Ja? Und das sind wir. Die Brechstange ist das Gesetz. Das Gesetz könnte uns in den Himmel heben. Aber du drückst einfach durch den Quark einfach durch. Und das sind wir. Wir sind fleischlich. Wir sind unter die Sünde verkauft. Wir können das Gesetz nicht mehr halten, weil das Gesetz geistlich ist. Was ist denn das Gesetz? Das Gesetz ist Gottes Wille und Wesen. Gottes Wesen und Wille ist Liebe. Also kann auch nur die Liebe des Gesetzes Erfüllung sein, nicht die Anstrengung. Das ist ja der Gedanke eigentlich, der Paulus dann im Neuen Testament hat. Aber wir sind fleischlich. Wir sind unter die Sünde verkauft. Und das Gesetz, das ist geistlich, weil das vom Himmel herabkommt. Die Engel haben das gestellt, haben wir vorgestern Abend gelesen kurz. Zweimal in der Bibel steht, dass die Engel das Gesetz gegeben haben. Einmal hier und einmal in der Apostelgeschichte. Ist auch ein interessanter Gedanke, ja? Dann schreibt Paulus, denn ich billige nicht, was ich tue. Ich weiß nicht oder ich erkenne nicht im Griechischen, ja? Oder heute müsste man sagen, ich billige nicht das, was ich tue, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Ich will von dem inwendigen Menschen her gerne Gottes Gesetz halten, aber ich sehe, dass ich da überhaupt keine Lust zu habe. Ich habe keine Lust, stille Zeit zu machen. Ja, ich habe keine Lust zu beten. Ich bin unlustig, Bibelverse auswendig zu lernen. Ich bin unlustig, im Geschäft Jesus zu bekennen. Das kennt jeder von uns. Ja, und diese Trägheit, diese Unlust, das ist das, was das Fleisch eigentlich in uns bewirkt. Ja? Und er sagt, ich weiß nicht, ich erkenne, ich billige nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Und das klebt mir an und das hält mich fest. Das ist ein Gesetz in meinen Gliedern. Das zieht mich immer vom Glauben und von Gott weg. Und so erlebt er sich. Und zwar, weil er das Gebot gelesen hat. Und weil das Gebot heilig, gerecht und gut ist. Und er hat es versucht zu halten und er kriegt es nicht hin. Ja? So ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut sei. Ich bekenne das. Das Gesetz ist gut und ich bin fleischlich und verkauft. Das ist die richtige Sichtweise, die er dabei hat. Und jetzt? Dann bist du verloren, oder? Wenn du das Gesetz nicht halten kannst, bist du verloren. Außer du hast Jesus. Jesus rettet, ja? Aber wenn du Jesus nicht hast, dann gehst du verloren. Dann bist du ja jetzt schon verloren. Ja? Und manche flüchten sich in Alkohol dann. Oder in Drogen. Oder in irgendwelche anderen Dinge. Oder in fernöstliche Religionen. Oder in irgendwelche gnostischen Themen, ja? Und versuchen sich irgendwie zu betäuben. Eigentlich haben die Wahrheit gefunden. Eigentlich wissen sie, was mit ihnen los ist. Aber es fehlt ihnen das Licht des Evangeliums, das fehlt. Und der einzige Ausweg daraus ist, dass man Jesus findet. Und somit treibt das Gesetz, treibt ja die Menschen so zu Jesus hin. Paulus fängt ja am Gesetz an und das Gesetz überführt in seiner Sünde. Und er sieht, dass das Gesetz geistlich ist, dass es gerecht ist, dass es gut ist und dass er ein anderes Gesetz in seinen Gliedern sieht. Und der einzige Ausweg, er führt das immer enger, ja, das wird immer enger bei ihm. Und irgendwie kommt er ans Ende seiner Kräfte und ans Ende auch seiner Weisheit. Was kommt denn jetzt noch? Ja? Das Gesetz, was seine Rabbinenkollegen alle studieren und wo sie irgendwann ihren Beruf draus machen wollen, das hat er ganz anders aufgeführt. Er hat das gegessen und er merkt, ich will das ja sogar halten. Ich will ja mehr tun, als nur das Studieren und anderen Leuten wieder weitergeben. Sondern das ist ja Gottes Wort an mich selber. Und da hat Gott schon angefangen, etwas zu tun in ihm. Und das ist bei uns auch, wenn wir anfangen, dass Gottes Wort etwas uns tut. Wenn ihr einem Arbeitskollegen einen Vers mitgebt in den Tag, das bleibt in dem 4 Wochen hängen. Und er weiß nach Jahren noch, dass ihr ihm das gesagt habt, ja? Weil da Gott Verheißung drauf gelegt hat. Das Wort kehrt nicht leer zurück. Ein Pastor hat erzählt, wir hatten früher öfters Pastoren, auch bei uns zu Hause, sagt er. Der kommt aus Amerika und er sagt, er ist dann ganz deprimiert aus der Uni nach Hause gekommen, weil in der Uni hat er mit jemandem über den Glauben gesprochen. Und dann hat dieser Mitstudent, der hat gesagt, ja, du kannst mir viele Bibelverse aus der Bibel zitieren. Das interessiert mich gar nicht. Die Bibel ist überhaupt keine Instanz für mich. So wenig wie der Koran oder irgendwelche andere Weisheitsliteratur. Das interessiert mich gar nicht. Du kannst mir ruhig die Bibelverse nennen, aber das juckt mich nicht. That doesn't bother me. Ja?
dann kommt er dann nach Hause und ist ganz deprimiert. Und dann sagt der Pastor, der dort bei Ihnen am Mittagstisch sitzt, er sagt, was ist los? Dann erzählt er ihm davon und sagt, ich habe einem Studienkollegen habe ich erzählt vom Evangelium, aber der sagt, das ist ihm ganz egal, das interessiert ihn gar nicht, das berührt ihn gar nicht. Und dann sagt der Pastor zu ihm, Gottes Wort ist ein zweischneidiges Schwert. Und wenn du ihm das Wort sagst, dann kann er 10-mal sagen, das juckt mich nicht. Der geht mit dem Wort ins Bett, der steht mit dem Wort auf und das Wort steckt in seinem Herzen. Da hat Gott Verheißung drauf gegeben. Lass dir dieses Schwert nicht wegnehmen. Das fand ich klug. Der sagt, er kann doch viel erzählen. Der kennt doch sich selber nicht mal. Der weiß nicht mal, was in seinem Herzen ist. Der sagt, das interessiert mich nicht. Aber was er dort gerade gehört hat, was in sein, das weiß der doch überhaupt nicht. Ja? Dass der geht. Gott hat doch Verheißung. Gott hat gesagt, mein Wort soll nicht leer zurückkehren. Und das fand ich toll, dass er sagt, halt das fest, das ist dein Schwert. Lass dir das nicht einfach aus der Hand nehmen von irgendwas. Stehst du dann, oh, mein Schwert ist weg, ja. Nein, halt das fest. Das ist uns gegeben, das ist das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort, ja. Wie klug das war. Der hat gesagt, glaub doch nicht das, was der andere dir erzählt. Der weiß ja überhaupt nicht, wovon der redet, ja. Aber du weißt das, du kennst das Wort, du hast das Wort gegessen, du hast das Wort gelesen, du weißt, was Gott sagt. Und du weißt, dass da Verheißung drauf liegt. Und wenn andere Leute sagen, boah, mir doch egal, das ist ihnen nicht egal. Das ist ihnen nicht egal, das bleibt in ihrem Herzen. Bei manchen wirkt es die Bekehrung und bei anderen führt es nur dazu, dass ihre Sünde noch größer wird, weil sie haben das Wort gehört. Aber das Wort hat Kraft, das Wort hat Verheißung. Deswegen ist es gut, auswendig zu lernen, ja? Und manchmal einfach zu wissen, welches Wort sagt man denn in welche Situation rein. Ich bin da nicht gut drin, aber ich möchte mich gerne üben da drin. Ich war in Aachen öfters abends am Bahnhof einkaufen, weil wir sehr lange gearbeitet haben immer. Und bis ich aus dem Geschäft rausgekommen bin, hatten immer die Läden schon zu. Also musste ich abends um 11 im Bahnhof irgendwo einkaufen. Sondern ich gehe da in diese Bahnhofshalle rein, so gleißend helles Licht aus der Dunkelheit, dann komme da rein und gehe ans Milchregal und hole mir da so mein Abendesschen. Und dann kommt irgendwann so eine Dame, die dort die Sachen einräumt und geht zur Kassenfrau und die reden miteinander und dann wusste sie nicht genau, wo was hingehört und dann sagte die an der Kasse, ja, wer sucht, der findet. Und ich lege so meine Sachen auf das Rollband und sage zu ihr, du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Das habe ich nur ganz selten, ja. Die hat es umgehauen in der Kasse. Was? Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der den Namen des Herrn missbraucht. Das hat die umgehauen. Ja, und manchmal, ich will da nicht prahlen, also ich sagte, ich bin da nicht gut drin. Andere haben vielleicht so eine Gabe, ja, dass die sowas, man kann auch ein Verheißungswort sagen, ja. Aber das hat die so berührt, ich bin da rausgegangen, habe gedacht, um Himmels Willen, was hast du denn jetzt gemacht, ja. Aber ihr wisst ja, sowas bleibt ja in den Menschen. Ich erinnere mich noch daran, das ist jetzt ja 40 Jahre her, ja. Oder 35 vielleicht, so alt bin ich ja jetzt noch nicht. Ja? Aber das hat Kraft. Und im Alltag hat das viel mehr Kraft, als wenn das von der Kanzel kommt. Weil von der Kanzel erwartet man das ja. Man sitzt da und sagt, der Pfarrer wird was Frommes sagen. Vielleicht liest er sogar was aus der Bibel. Das wäre doch mal was, ja? Da erwartet man das. Aber doch nicht an der Kasse im Supermarkt, dass da einer die Gebote Gottes da zitiert, ja? Und deswegen hat das Wort, wenn ihr das im Alltag sagt, das hat besonders Kraft, weil das da so rausleuchtet. So finde ich mir nun ein Gesetz, der ich will das Gute tun, das mir das Böse anhängt. Das ist das, was er an Gesetz, wie er sich selber wahrnimmt und was er von sich selber fühlt, was er spürt. Ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern. Jetzt sag doch mal dem Paulus, ja Paulus, du musst doch nur mehr glauben. Glaub doch mal mehr. Ich weiß gar nicht, wie man das machen soll. Streng dich mal ein bisschen an. Nimm noch ein Gebot dazu. Nimm 11 Gebote oder 12 oder 15. Such dir ein Gebot aus, was du besonders wenig magst und tu das ganz besonders. Ja? So. Ja, mach ein Exerzitium, mach eine bestimmte Übung, geh in ein Kloster und mach so eine stille Woche, ja, versenk dich, mach irgendwas. Und der Paulus sagt, nö, ich habe ja Lust nach Gottes Gesetz. Wollen habe ich wohl, aber vollbringen finde ich nicht. Wollen habe ich wohl. Was sagt man denn so jemand? Jemand, der schon alles durch hat im Glauben, der sich schon alle Anstrengungen hinter sich hat. Was will man denn, wo ist denn da noch ein Weg, ja? Das kommt ja alles zu kurz. Das ist ja fast, als ob du neben dem Hiob sitzt und dem irgendeinen guten Tipp geben willst, ja?
Und das kommt alles zu kurz. Ja? Paulus sagt hier, ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und nimmt mich gefangen in der Sünde Gesetz, welches ist in meinen Gliedern. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leib dieses Todes? Das ist Ground Zero. Da geht nicht mehr weiter runter. Ja? Der Paulus empfindet sich hier durchs Gesetz komplett niedergerungen, wie der Jakob am Jabbok. Ja? Der war komplett niedergerungen von dem Engel nach der Nacht. Und er sagt, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leib dieses Todes? Niemand erlöst dich. Niemand außer Jesus. Niemand hätte die Welt erlöst. Und ohne Jesus wäre die Welt verloren. Und das wäre der Zustand der Welt, wie sie heute ist, tatsächlich ohne Jesus. Und die Welt, die merkt das nicht mal. Gott hilf Immanuel Brastberger, ein Reformator, hat geschrieben, die Welt geht verloren ohne Not, ohne dass sie Angst hat. Die fährt hinab in die Hölle und der Welt ist das egal. Ganz am Ende, da merken, wenn es gar nicht mehr anders geht, wenn man wirklich davor steht, dem Tod ins Angesicht zu schauen, dann schon. Aber bis dahin, alles prima, da will auch niemand reden drüber. Die Welt geht verloren und sie hat nicht mal Angst. Sie hat keine Sorge. Sorgen sind welche, betreffen das Geld, vielleicht auch noch die Gesundheit, vielleicht auch noch die Kinder und die Enkelkinder. Aber das eigene Heil, das eigene Leben, das wird weit, weit weggeschoben. Niemand erlöst die Welt. Und die Welt geht so dahin. Ja? Was für ein Glück, dass Jesus gekommen ist. Ja? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und dann sagt er, und das ist für mich auch sehr wichtig, auch seelsorgerlich sehr wichtig, dass diese Spannung bleibt. Die ist nicht immer gleich groß, die ist nicht immer gleich gravierend. Ja? Aber wir werden das dann und wann im Glaubensleben erleben, dass Gott uns immer wieder mal reduziert, damit wir nicht so über die Stränge schlagen, damit wir nicht zu groß werden, damit wir immer schön in einem bestimmten Level auch sind. Gott macht das nicht aus, weil er uns ärgern will oder weil er uns demütigen wollte oder weil er eifersüchtig wäre, sondern Gott macht das zu unserem Schutz. Und beim einen macht das mehr und beim anderen macht das weniger. Aber dieser Zerbruch des alten Menschen, der gehört unweigerlich zu einem gesunden Glaubensleben mit dazu. Ohne Zerbruch geht das nicht. Aber wir machen den Zerbruch nicht selber. Wir fummeln nicht an unseren Seelen rum, das tun wir nicht. Sondern wir gehen den Weg und wenn Gott so einen Weg hat, dann beugen wir uns und sagen, ja Herr, da bin ich zu kurz gekommen, da habe ich einen Fehler gemacht. Wenn ich kann, mache ich das wieder gut. Vergib mir das bitte. Und dann gehe ich vielleicht zum Bruder und zur Schwester und sage, hör mal, ich habe da einen Fehler gemacht, das tut mir leid, ich wollte das nicht. Ja? Ich mache dir das aber wieder gut. Und dann gehen wir weiter. Und dann bleiben wir in einem guten Maß auch. Und wir wachsen schon im Glauben, ja? Aber wir überheben uns nicht. Und die Überheblichkeit, das ist eine schlimme Sünde in der Christenheit. Geld, Sex, Macht und der Überheblichkeit, ja? Stolz. Das sind die gefährlichen Punkte, ja? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn, so diene ich nun mit dem Gemüt dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Das ist diese Situation, in der wir allesamt sind. Ja? Wir haben Freude an Gottes Gesetz und das Fleisch ist immer noch unter dem Gesetz der Sünde. Und hat noch Mängel. Ja? Aber das halten wir fest. Das halten wir fest. Jetzt ist nichts Verdammliches an denen, die in Christo Jesus sind. Nichts Verdammliches. Also das hätte ich groß schreiben müssen. Ja? Da ist nichts, was der Verdammnis würdig wäre mehr in uns, wenn wir in Christus sind, wenn wir glauben an ihn. Das ist weg. Und diese Verzagtheit gehört uns nicht mehr. Die gehört uns nicht mehr an. Es ist nichts Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind. Die nicht das Gesetz halten, sondern die in Christus Jesus sind. Da ist nichts Verdammliches mehr, weil Jesus ist ja gestorben für mich. Jesus hat sein Leben gelassen für meine Sünde. Ich bin mit ihm mitgestorben. Ich bin dem Gesetz gestorben. Die ganze Welt ist mit ihm mitgestorben. Das ist etwas Großes. Das ist alles mit in seinen Tod hineingerissen und wird in seine Auferstehung mit hineingerissen. Und wir sind Erstlinge seiner Schöpfung. Und wir erwarten des Leibes Erlösung und wir gehören auch ein bisschen zur alten Welt, aber wir gehören auch schon zur neuen Welt. Und natürlich muss es Spannung geben, oder? Das ist ganz normal.
Es ist nicht so, als ob andere Christen kein Problem hätten damit. Diese Spannung ist eine ganz normale, natürliche Sache, weil unser Leib dem alten Adams, der alten Adamsschöpfung noch angehört, aber unser Geist schon diese neue Schöpfung hat und hat Hunger und hat Heimweh und will gerne nach Hause. Ja, und das ist die Situation, was die Bibel uns beschreibt. Und das kommt aus dieser Dogmatik dieser Verse, kommt etwas raus, wo ich lerne, mich zu verstehen nach dem Wort Gottes. Etwas sehr Tröstliches, etwas sehr Entspannendes. Ja, und diese Entspannung, die gibt auch eine Herzensruhe. Und diese Herzensruhe gibt Zutrauen zu Gott. Und die gibt Freude über die Erlösung. Und die Freude am Herrn, die ist unsere Stärke. Das heißt, diese Entspannung führt zur Kraft im Glauben. Das führt zu einem Charakter, zu einer Charakterbildung. Und wir verstehen uns aus dem Wort. Wir sagen, ach, das, ich bin nicht verrückt. Nee, du erlebst das hier, Römer 7 erlebst du. Und auch Römer 8. Ja, dann erlebe ich ja das, was in der Bibel steht, genau. Ja, dann wird das Wort Gottes mehr lebendig. Natürlich, das redet ja von dir. Wir studieren das nicht, wir essen das. Ich esse das, ich referiere da schon mal drüber und ich hoffe, dass das kein Referat ist, sondern Predigt. Referat empfinde ich als etwas Abwertendes bei der Bibel. Ja? Das ist die Predigt des Wortes Gottes. Ja? Aber ich esse das. Ich rechne auch schon mal 70 Jahrwochen, ja. Ich mache auch schon mal so 2. Thessalonicher. Aber eigentlich esse ich das Wort. Das ist mir meine Speise. Ja? Und manchmal mache ich so Ausflüge, so intellektuelle, theologische Ausflüge. Aber ich komme immer wieder zum Wort Gottes zurück, zu den ganz, ganz einfachen Sachen. Und ich esse das. Ja? Und das darf man beides tun. Ja? Das hat beides seine Zeit und seine Berechtigung. Und wenn ich eine Gemeinde zu versorgen hätte, würde ich nicht über die Diadochen predigen jeden Sonntag. Wer macht denn sowas? Ich mache das nur, weil andere schon die Gemeinden da versorgen. Und ich habe jetzt Zeit, das im Internet zu tun, mich damit zu beschäftigen. Ja? Aber wenn ich Pastor wäre in der Gemeinde, würde ich den Römerbrief rauf und runter predigen. Das würde ich machen. Ja? Das liegt mir auch am Herzen. Ja? Schön also, ja? Das, was dem Gesetz unmöglich war, tat Gott. Ach so, das Gesetz ist geschwächt durch mein Fleisch. Das Gesetz wäre in der Lage dazu, aber ich bin zu schwach. Was das Gesetz also nicht konnte, weil ich so schwach bin, tat Gott durch seinen Sohn. Ach so, dann habe ich da gar keinen Anteil dran. Nö, hat dann Gott einfach seinen Sohn so geopfert, ohne dass ich das wusste oder verlangt hätte oder das verdient hätte. Ja, hat Gott einfach so gemacht. Warum das denn? Ja, weil er dich lieb hat. Ja, aber ich sehe nicht viel Liebenswertes an mir. Ja, aber Gott, das ist doch, das kommt, das überkommt uns. Das wird uns zugerechnet. Das haben wir nicht erarbeitet. Das haben wir auch nicht verdient. Und wenn du vielleicht den Eindruck hast, ich bin so gar kein liebenswürdiger Mensch, in Gottes Augen nicht. Ja? Und was ich von mir denke, das spielt erstmal überhaupt gar keine Rolle. Es spielt nur eine Rolle, was Gott von uns denkt. Das spielt eine Rolle. Und das steht in der Schrift. Und das kommt in der Bibel uns entgegen, etwas, was wir natürlicherweise nicht empfinden. Das hat Gott dem Paulus in die Feder diktiert. Das hat Gottes Geist geschrieben. Und das ist wahr. Egal, was wir glauben, was wir empfinden an uns. Das ist wahr. Ja? Das gibt es in keiner Religion, was wir hier lesen. Ja? So ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind. Das Gesetz des Geistes hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Was dem Gesetz unmöglich war, hat Gott getan. Ja, dann ist ja schon alles fertig. Genau, es ist alles fertig. Und ab dem ersten Tag, wo ein Mensch sich bekehrt zu Jesus, ist alles fertig. Es ist alles vollbracht. Der muss nicht noch ein Glaubensleben lang arbeiten, bis er irgendetwas angehäuft hat, was ihm dann vergolten wird. Ja? Der ist einfach in Christus und Punkt. Und was macht er dann? Der wartet, bis Jesus wiederkommt. Wir haben kurz davon gesprochen. Ja? Spurgeon geht durch London, englischer Prediger, kommt an so einem Innenhof vorbei und da ist einer, der pflastert den Hof. Und dann grüßt er ihn und dann sagt er, was machen Sie denn hier? Naja, sagt er, ich warte darauf, dass Jesus wiederkommt und in der Zwischenzeit pflaster ich hier den Hof. Toll, ja? Wir sind Wartende. Wir warten. Wir warten, dass Jesus wiederkommt. In der Zwischenzeit machen wir unser Geschäft. Und wir geben das Evangelium weiter. Ja? Wir geben Zeugnis von der Hoffnung, die in uns ist. Und das ist eine große Hoffnung. Eine stabile Hoffnung. Die ist unabhängig von uns. Die ist in Christus. Christus, weil Jesus auferstanden ist. Das ist Fakt. Ja, das ist nicht mehr rückgängig zu machen, Golgatha. Das ist eine Tatsache. Was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch, durch mein Fleisch geschwächt war, das hat einfach Gott getan. Das hat Gott einfach gemacht. Er hat einfach seinen Sohn geschickt. Und der hat es gemacht für mich. Haben Sie einen Führerschein?
Nein, aber ich kenne einen, der hat einen Führerschein. Wo ist denn deine Gerechtigkeit? Ich habe keine, aber Jesus ist gerecht. Ja, das sagen wir. Und das ist so töricht, wie das klingt im Geschäftsleben, so töricht ist das Evangelium in den Ohren der Griechen und so ärgerlich in den Ohren der Juden. Aber es ist eine Gotteskraft, denen die daran glauben. Weil wir nämlich wissen, das brauchen wir, das ist Speise für uns, das essen wir. Ja? Was dem Gesetz unmöglich war, hat Gott einfach getan, hat so einen Sohn geschickt in der Gestalt des sündlichen Fleisches und der Sünde halben und verdammte die Sünde im Fleisch. Das ist göttlich, was Jesus getan hat. Der kommt ins Fleisch und hält das sein eigenes Gesetz in der Schwachheit des Fleisches. Das ist übermenschlich, das ist übernatürlich, das ist göttlich, was Jesus da getan hat. Ja? Um alle Gerechtigkeit gerecht zu werden, hat Gott das getan. Im Fleisch hat er die Sünde verdammt. Nicht aus der Ferne, nicht vom Himmel herab, nicht aus seiner ewigen Kraft und Gottheit in Distanz, sondern er kommt selber ins Fleisch, er kommt in seine Schöpfung, er geht unter das Gesetz. Ja? Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, von einem Weib geboren und unter das Gesetz getan. Er kommt unter sein eigenes Gesetz und erfüllt das im Fleisch, hier auf Erden und geht hinab in die untersten Örter und ist über aller Himmel. Das hat Gott getan. Und das wird offenbar werden. Auf das die Gerechtigkeit vom Gesetz erfordert, dann sind wir beim letzten Punkt, das wird in uns erfüllt, das ist passiv. Das erarbeiten wir nicht. Das wird uns in den Schoß gelegt, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll. Ja? Die Gerechtigkeit, die vom Gesetz erfordert ist, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die Gerechtigkeit, die vor dem heiligen Gott bestehen bleiben kann, vor den heiligen Augen Gottes, die wird erfüllt in uns, das macht Gott einfach in uns, ja? Die wir nun nicht nach dem Fleisch wandeln, indem wir uns anstrengen, im Neuen oder im Alten Testament anstrengen, sondern wir wandeln nach dem Geist, weil wir das Gesetz geistlich verstehen und das Gesetz, das weist auf Christus. Was für ein Glück, dass wir so einen Gott haben dürfen. Das kennt die Welt sonst nicht. Halleluja. Ich sage nicht oft Halleluja. Ja? Aber da muss man es eigentlich sagen, ja. Und damit sind wir dann eigentlich auch am Ende. Das war so die Reise, wie der Paulus das erlebt hat. Der hat das Wort Gottes ernst genommen und dann hat er gemerkt, dass das Gesetz ihn niederringt. Und dann sieht er, was für ein elender Mensch er ist. Und dann findet er zu Jesus. Und die Schlussfolgerung daraus ist, dass er mit dem Gemüt dem Gesetz des Geistes dient und mit dem Fleisch immer noch dem Gesetz der Sünde. Und dass diese Spannung bleibt, aber dass nichts Verdammliches in ihm ist. Und das gilt auch für uns. Und das wird kommen. Was wird das für eine Freude werden, wenn Jesus kommt? Wenn wir ihn sehen werden, das wird wunderbar sein. Meine Mutter sagt, da braucht man einen neuen Leib für. Der alte Leib zerspringt dabei. Ja? Vor lauter Freude, das wird der alte Leib nicht ausreichen für. Dem Herrn sei Dank, wir beten noch. Ja? Jesus, wir danken dir für dein gutes Evangelium. Wir danken dir dafür, dass du selber ins Fleisch gekommen bist, dass du selber dich um deine Leute gekümmert hast, dass du keine Engel geschickt hast oder nur Propheten, wie im alten Bund, sondern dass du selbst ins Fleisch gekommen bist und dass du deine Herdeschafe zusammensuchst und das immer noch tust, auch und gerade in so Zeiten wie jetzt. Wir danken dir sehr für die Zeit, die hinter uns liegt, für die Tage, die wir zusammen haben durften, für das gute Versorgen hier im Haus, für dein Wort, für die Gemeinschaft, für den Austausch, für die Erfrischung, Herr, die wir haben dürfen. Wir bitten dich, dass du auch mit uns nach Hause gehst, uns bewahrst auf der Heimfahrt, dass du uns auch dein Wort bewahren möchtest in unseren Herzen, dass wir es noch bewegen können und davon zehren können. Danke, dass du bei uns bist, dass du uns vorausgehst, dass wir Hoffnung haben, die niemand von uns nimmt, weil wir angekommen sind und weil wir dich ergriffen haben im Glauben. Lass uns wachsen an dir, lass uns satt werden an deinem Bilde, wenn wir erwachen. Gepriesen sei dein Name, Herr. Amen.